That better predict them. Yes. We're not ready for the questions just yet. But we're coming back. Different automated levels. Ich bin absolut begeisterter Automobiler und habe im Studium, in der Promotion, in der Postdoc-Zeit immer mit statistischen Verfahren gearbeitet. Und das ist so die wichtigste Grundlage, weil was wir heute unter KI verstehen, ist maschinelles Lernen. Und maschinelles Lernen ist statistisches Lernen. Zum Beispiel beim Autofahren, auf Prüfständen, in Simulationen. Das ist natürlich auch sehr geschickt, weil dann habe ich die Daten so, wie ich sie brauche. Ich kann gezielt meine ganzen repräsentativen Daten abfahren, genauso wie ich es für mein Machine Learning dann später auch brauche. Also wir sind überzeugt, dass Künstliche Intelligenz ein wichtiges Werkzeug für die Zukunft ist. Es geht nicht darum, Künstliche Intelligenz zu verkaufen. Das ist erstmal kein Produkt. Es geht um zwei Dinge. Ich kann mit Künstlicher Intelligenz Produktfeatures realisieren, die ich anders gar nicht oder nur sehr aufwendig realisieren kann. Und ich kann unsere Prozesse in der Entwicklung, in der Produktion, eigentlich überall mit KI, mit Daten entsprechend verbessern. Und darum geht es. Und dazu müssen wir gezielte Methoden entwickeln. Und im Vergleich zu dem, was man so allgemein in der Grundlagenforschung findet, haben wir relativ wenig Daten. Das klingt zwar immer so viel, wenn so ein Testauto nach Hause kommt und hat 2 GB pro Stunde gesammelt, aber das ist im Vergleich zu dem, was Google oder Facebook verarbeitet, eben nicht so viel Daten. Deshalb brauchen sie spezifische Algorithmen. Wir haben in Deutschland auf jeden Fall eine hervorragende Hochschullandschaft in dem Umfeld. Das hilft sehr. Und ich glaube, wir haben ein bisschen anderes Problem, weil wir uns wirklich sehr, sehr stark darauf konzentrieren, uns in der Industrie einfach besser zu machen. Wir haben weniger vielleicht jetzt das Thema Social Media im Fokus in Deutschland. Aber da, wo wir in Deutschland gut sind, in der Produktion, in der Industrie, im Ingenieurwesen, dort KI anzuwenden, ich glaube, das wird eine unschlagbare Kombination. Autofahren wird sicherer, macht hoffentlich auch mehr Spaß, wird noch komfortabler und die Prozesse auf dem Weg dahin werden auch immer schlanker.